Hallo, bin schon wieder da. Tja, diesmal im Video sehen wir ein Berberdorf in den Bergen. Wunderschön ist es, seht es dann selbst. Und dann im zweiten Teil gehen wir in die Berge zum Reiten. Und das war extrem spannend und vor allem auch abenteuerlich und ein bisschen mehr herausfordernd als ganz normal zu reiten. Okay, dann viel Spaß beim Schauen. So, ich laufe mal einfach ein bisschen durch das Dorf und hier kann man sogar baden. Halt touristisch ausgelegt. Ich glaube, das ist eine Hotelanlage und wir sind da mittendrin. Mal schauen, ob wir wieder rauskommen. Aha, die Angie hat einen anderen Weg gefunden und trinkt gerade Wasser. Man muss halt mal ein Blumentopf sein. Ja, Berge gleich Wasser. Also ich denke, wir sind da im kleinen Feriendorf. Das sind vermutlich Mietwohnungen. Ja, das Ganze puppt sich als Sackgasse. Wir müssen wieder zurück. Aha, da unten ist der Camper. Einfach schön. He? Das ist mal geil. An der Hausmauer ein Brunnen. Da ist der Durchgang oberhalb, eine Terrasse. Und hier geht der Weg durch. Und der nächste Brunnen, also Wasser haben die genügend. So, jetzt schaut ihr mal die Dächer an. Ganz speziell. Sind aber glaube ich nicht unbedingt für Regen ausgelegt. Mindestens immer wieder Regenperioden, aber hier ist es ja ziemlich trocken. Ja, wir lassen mal die Kirche im Dorf. Hä? Da ist sie nämlich. Wunderschön. So, Lavadera, Fonte della Hondera. Hier wurde also die Wäsche gewaschen. Hier. Hier. Und da im Häuschen vermutlich. Die gute alte Zeit. Also im Sommer ist hier vermutlich schön angenehm. Genau, hier ist also der Waschservice. Zumindest warm mal. Fließendes Wasser. So, mal gucken, wie weit wir noch runterkommen. Oh, da unten ist ja noch ein Dorf. Hier ist, glaube ich, vorbei. He? Aha, da hat es einen Wanderweg. Ponta Hondera. Also hier ist ein Wanderweg zum nächsten Dorf, Pantanera. Das ist da unten. Aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ja, das andere Spanien. Schön, schöner, am schönsten. Oh, ist das schön. Hä? Stimmt ihr mir dazu? Das ist eine Augenweide, eine Architektur, wie man sie in der heutigen Zeit nicht mehr kennt, mit diesem Scheißbeton. Das ist noch Kunst. Genauso wie die alten Autos. 50er, 60er Jahre, das war auch noch Kunst. Naja, das ist halt mein Geschmack. Ja, da muss man Auto fahren können, der ist zwar mal angehängt. Es ist so eng, aber ja,
Echse. Die fahren da mit ganz normalen PWs. Hoch und runter, wie wenn es das Einfachste wäre. Jetzt extra Gas, weil er gesehen hat, dass ich filme. Und jetzt den Crash. Schön. Wenn sie wieder zurückkommen, ist Sackgasse. Hier was muslimische Spuren. Ein Tor aus dem Islam. Ja, Spanien war ja, glaube ich, 600 Jahre lang besetzt von den Arabern bis, weiß gar nicht mehr, lange auf jeden Fall. Ich glaube, bis 18. Jahrhundert. So, jetzt mal das Dorf Boubillon von oben. Speziell diese Dächer da. Nochmal. Ganz speziell. That's life here. Mal eine andere Art von Pharmacia. Hallo. Suri. So, heute geht's wieder zum Reiten. Ho, ho, ho. Da kommt der Chef. Ja, die Pferde haben sie hier schön, schön frei. Jetzt haben die Pferde die Hunde verscheucht. Die sind ab wie Schmieds Katze. Und der kommt mir Hallo sagen. Jö. Yeah. Die Angie. So, die Hunde spielen, wir gehen jetzt reiten mit den Hunden, einmal mehr, und die verstehen sich bestens. Ein Junge und zwei Mädchen. So, zum ersten Mal meine Hunde, ich mit Reiten zusammen und Bergreiten. Habe ich auch noch nie gemacht, überhaupt bin ich nicht der Reiter, aber irgendwie werde ich es überleben. So, tipptopp, geht tipptopp. We can start to practice to put your buttocks up. So, wir gehen hier extrem steil hoch, das ist eine neue Erfahrung, noch nie gemacht. Und da muss man aufstehen beim Pferd und an der Mähne halten. Er gibt uns Anweisungen. Aber wir haben schon ein Stück hinter uns. So, jetzt ist es ein bisschen entspannter. Du kannst die Beach, die Village. Ja. The village of the Salobreña, the village in the coast. And up there, the round white thing, you see? Yes. This is the Buddhist center. Okay. So, jetzt geht's wieder runter.
Und das Pferd geht manchmal unter den Bäumen durch. Dann erwischt es einen fast runter. Aber es ist geil. Und ja, macht Spaß. Da im Wald. Das ist das Er hat immer einen schönen Abstand. Respekt vor den Pferden. Und Angie ist immer vorne. Aber es klappt super mit den Wölfen. So, oh, wir kriegen Besuch da. Drei Hunde, junge noch. Angie! Yeah! So, jetzt sind wir alle zusammen. Eine riesen Schafherde. Die Hunde. Komm da, Angie, da. Die Schafe, die Ziegen. Oh, ein großer Hund. Alle da. Da noch ein Hund drin. Ja, geil. So ist das schön. Ja, super. Also klappt tiptop. Sehr schön. So, hier eine der großen Wasserspeicher auf den Bergen. Also Wasser haben die genügend hier. Das ist wohl die wasserreichste Gegend von Spanien, außer vielleicht noch im Norden, im Baskenland. So, da sind noch Spuren von dem Berber. Ein Aquädukt, da haben sie das Wasser geleitet. Vom Berg, interessant. Die waren zuerst hier übrigens, die Berber. Das Land wurde etwa im 8. Jahrhundert, da unten nochmal. Da ist alles von den Berbern. Im 8. Jahrhundert wurde das bewohnt von den Berbern und die lebten hier, bis sie vertrieben wurden. Und zwar 1498, genau, wurden sie vertrieben als die letzten, die hier waren. Jetzt trabt mein Ross, ich filme, aber es geht. Ja. So. Also auch hier noch ein Aquädukt. Berber, außer die Röhre, die wurde nachträglich verlegt. Weil da sickert es weniger durch. Aber wirklich sehr interessant. Ja. Überall antike Spuren in dieser Region. Hier wieder, also im ganzen Hang entlang haben sie das Wasser geleitet dahin, wo sie wollten. Sehr interessant. Guckt euch das an, du. Ein bisschen modernisiert. Last rider to the mount pay the beer. So, jetzt sind wir wieder weiter runter in die Zivilisation. So, Trinkpause. Meines will nicht trinken, es will lieber fressen. Wunderschöne Landschaft, Häuser. Behind the other.
check it. So, das ist ja wie in einem Western. Völlig im Outback. Manchmal geht es extrem steil hoch. Dann kann ich natürlich nicht filmen, das wäre zu viel. Risiko. So, riding in the mountain is a little bit difficulter. Das ist ein bisschen schwieriger in den Bergen. Weil da kommen immer wieder diese Büsche. Da muss man das Pferd gut lenken oder eben den Kopf einziehen. Aber das macht dir genau Spaß. Ey. Im Galopp hoch. Oh, das war jetzt geil im Galopp, den Berg hoch. Hey. Du musst mich richtig halten da und filmen. Aber es war richtig geil. Ich merke, das macht Spaß. Ja, ich sehe schon, in mir ist ein Cowboy verloren gegangen. Ich kaufe, glaube ich, einen Anhänger und ein Horse. Und dann geht's ab, hey. Jeden Tag reiten. Statt das Bike. Oh, jetzt geht's da hoch. Warte, Eile. So, wir klettern da jetzt runter, ich auf dem Pferd. Nach hinten. Tipptopp. Mit den Hunden geht es unglaublich gut. Die haben sich langsam dran gewöhnt. Sie sind nicht mehr so weit weg. Super. So. Allez. Oh. Ja, es will immer in Galopp gehen. Da muss ich es zurückhalten. Geil. Also, das hier ist eine andere Nummer. Da zwischen den Steinen runter. Für einen Anfänger mache ich es, glaube ich, nicht schlecht. Hier, Kopf einziehen. So, seht ihr meinen Camper? Da unten ist er. Ein Pferd ruhig halten, nicht ganz einfach. Das will natürlich miteinander mit. So, mein Pferd schwitzt. Ja, wir haben es geschafft. Toll. Tolles Pferd. Go. Hello, my friend. Here we are with René and Sandra. We just finished to do a very nice 3 hours ride. And we think that you will enjoy to come here and enjoy as well all this mountain on horseback. It's a very very beautiful nature. You need to
to come and I have a good light on horseback. Okay. how they can find you? You only need to get in on ridingandalusia.com. ridingandalusia.com. Please follow us in Instagram or in Facebook. Okay, you're welcome. So, ich kann das also nur wärmstens empfehlen. Das war das beste Reiten. Ich hatte zwar noch nicht viel, aber das war echt das beste Reiten. Hat mich oftmals irgendwo in Western erinnert, da irgendwo in den Bergen, Steine hoch, manchmal einen halben Meter, musste das Pferd hochhüpfen. Und ja, das war wirklich sehr, sehr herausfordernd, aber extrem spaßig. Also, wenn ihr in der Gegend seid und reiten wollt, dann geht dahin. Ich bin auch Anfänger und ja, ein bisschen Geschick und dann geht das super. Ja, dann, ja, danke, Marti, dabei und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Okay, wie immer, Daumen hoch und tschüss.